Es geht weiter mit einem neuen Video zu Dying Light 2 Stay Human. Wir sind an eine neue Gruppierung angelangt. Mal schauen, wie sie natürlich über meinen Zustand sich freuen. Ich muss auf jeden Fall irgendwie in die Stadt kommen, meine kleine Schwester zu sehen, nachdem ich erfahren habe, dass sie noch am Leben ist. Es geht auch nun sofort weiter, nach einem kurzen Intro. Euer Storitz. Ich bin mein Freund. Ein was? Scheiße, er verwandelt sich! Tätig, schnell! Hängt ihn auf! Lasst ihn krepieren! Was soll ich getan? Okay, das ist schlecht. Vielen Dank. Hakon, er verwandelt sich gleich. Ach, das ist ein Problem. Ich dachte, aber er ist ein Außenseiter. Er muss sterben. Er gehört zu mir. Kapiert? Hab ich denn nicht gesagt, geh nirgendwo ohne mich hin? Hab ich's nicht gesagt? Ach, wer zum Teufel bist du? Die reißen dich in Stücke. Shh, nicht jetzt. Okay. Jana, hol die Hände. Was zur Hölle ist das? Mach einfach schnell, klar. Bring sie hierher! Scheiße! Du Dreck! Du beschissener Drecksack! Das hat gesessen. Er bewegt sich. Hakon? Leg ihn um, Hakon. Leg ihn um, bevor ich's tue. Oh, wow, wow, wow. Bleib ruhig. Atme durch. Scheint, er hat sich nicht verwandelt. Scheint? Hakon, ich will das hier nicht. Du bist zurückgekommen. Blinzle, wenn du verstehst. Oh, fuck, mein Kopf. Oh. Du hast dich fast verwandelt, aber UV-Licht und Hemmstoffe holten dich zurück. Und der Baseballschläger natürlich. Du bist am Leben. So soll es auch bleiben. Der Kerl bringt uns fast um und du plauderst mit ihm? Mädels, entspannt euch. Sie haben Angst. Hättest fast ihre Werkstatt geschrottet. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Aber ich verstehe nicht. Wo gehen wir hin? An einen sicheren Ort. Ich muss zum Fischauge. Das Fischauge? Ohne Biomarker kommst du noch nicht mal in die Nähe. Was zum Teufel ist das? Biomarker überwachen den Verlauf der Infektion im Dunkeln. Deine Eintrittskarte in die Stadt. Ohne ihn ist jeder Schritt ins Dunkle reines Glücksspiel. Kannst dich jederzeit verwandeln. Du brauchst einen Biomarker. Und ich weiß, wo wir einen herkriegen. Komm. Alles klar. Er verwandelt sich wieder. Entspann dich. Alles unter Kontrolle. Alles wird gut, hey. Du bist schwach. Warte einen Moment. Trink. Ernsthaft? Sonst noch was? Sollen wir ihm ein Bad einlassen? Hört sich gut an, meine Damen. Vielleicht nächstes Mal. Schnauze, Hakon. Sie himmelt mich an. Warum hilfst du mir? Lernen wir uns doch kennen und finden es raus. Du zuerst. Wo hast du die alle her? Geht dich nichts an. Du bist auf der Hut. Gut, dann lebst du länger. Bist du ein echter Pilger? Oder gibst du das nur vor? Ich war ein Pilger. Eine Stunde bis zur Dämmerung. Ich mein's ernst, Hakon.
Er bleibt nicht über Nacht. Hier, deine Waffe und dein Funkgerät. Auch als Pilger kommst du nicht ohne aus. Los, gehen wir. Jetzt gehst du ohne mich. Gibt's hier irgendwas noch? Nein. Ah, doch, da hinten. Wieder eine Notiz. So. Ich bin ja fast in der Stadt, oder? Nicht übel. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da, im Stadtzentrum, hinter der Giftmüllhalde. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Meine Spezialität. Wo ist der Tunnel? Nicht so schnell, Cowboy. Ohne Biomarker kommst du nicht weit. Du bist eine Gefahr für jeden. Und du hast ja schon gesehen, wie die Leute in Villedor auf Gefahren reagieren. Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt in Bach untergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Villedor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach übrigens, ich bin Hakon. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies. So schön es auch ausschaut. Ein Paradies, glaube ich, ist das nicht. So. Okay, Tagebuch. Was habe ich bei Hinweisen drin? Jede Menge. Okay. Hier drüben. Du hast es offensichtlich drauf. Ich war beim Militär. Spezialeinheit? 7 Jahre lang. Hat mir sogar gefallen. Außer wenn nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Wurde schließlich Taxifahrer. Autsch! Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Halt's Maul! Immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Ho, komm schon! Oh, oh. Na, ah, das war zu lang. Du bist zu schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Habe ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste Mal. Aber es wird besser, wenn warum du überlebst, springst du nicht? Versteht sich. Fuck! Ach so. Heißt das, ich hätte draufgehen können? Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. Okay. Halten Sie beim Durchqueren von Villedor nach Dachhainen Ausschau. Stellen mit dichten
Pflanzenwuchs erkennbar an großen gelben Bäumen. Sie sind eine gute Quelle für Honig, Kamille und andere Ressourcen, die Sie zur Herstellung von Arznei und anderen Verbrauchsgegenständen verwenden können. Bei Bedarf besteht auch die Chance, dort ein paar vergessene Waffen zu finden. Okay. Also da ist erstmal was. An Orten wie diesen wird oft einiges versteckt. Falls es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. So, dahinter ist auch noch was. Was ist das? Was ist das? Kristalle. Die hat wohl jemand hier versteckt. Und was mache ich mit diesem Kristall? Nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich es abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Gibt's hier nichts mehr? Doch. Los, komm schon. Oh, das sind welche. Ihr habt hier also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Kommt mir bekannt vor, Simi über sie. Ich hab so ein paar harte Kerle getroffen, die von der neuen Ordnung gesprochen haben. Aber sah für mich genauso aus wie der alte Scheiß. Ja, hier ist's genauso. Und die PKs werden schlimmer. Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Aha. Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Okay, das war knapp. Fast da. Hoffentlich erwartet uns keine Überraschung. Es wird aber sehr dunkel gerade. Es wird dunkel. Sie werden bald aufwachen. Schnell, öffne die Kiste. Welche? Oh, oh. Und im Gegenzug holen wir uns deinen Biomarker. Scheiße. Diebe. Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch.
Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Ich suche lieber jemanden, nicht. Jemand Wichtigen. Das sollte mir helfen, sie zu finden. Aber woher hast du das denn? Besser, du weißt das nicht. Glaub mir. Wenn du meinst. Okay, sie kommen. Scheiße, wir haben zu lange gebraucht. Plan B, lauf um dein Leben. Mir geht's gut, glaube ich. Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Das können wir schaffen. Mir nach. Beeilung! UV-Licht ist nachts ein Symbol der Sicherheit. Es ist der einzig sichere Schutz vor den Infizierten. Achten Sie daher darauf, wenn Sie verfolgt werden. Halten Sie R3 gedrückt, um Ihren Überlebenssinn zu verwenden, um die nächstgelegene Quelle von UV-Licht bei Nacht mit den... Okay, Sonnensymbol zu markieren. Sie sind in der Nähe, mach schon! Ich drehe mich jetzt mal nicht um. Da drüben, zum Licht. Hörst du das? Wir sind fast da. Nur noch ein kleines Stück. Aufmachen! Hallo! Geh ins Licht! Hakon, Na los, acht auf, schnell! Hakon, da kommt ein Heuler. Scheiße. Biomarker. Keine Zeit. Uns hängt ein Heuler am Arsch. Biomarker. Hörst du nicht? Hinter uns! Ich sagte Biomarker. Hier. Und seiner? Er gehört zu mir. Ich muss seinen Biomarker sehen. Lass uns wenigstens erstmal rein. Ich muss seinen Biomarker sehen. Wie wär's mit Elektronik, hä? Okay, korrupt sind sie auch. Oder auch nicht. Oh, oh, das haben die mit Absicht gemacht. Du verdammtes Schwein! Okay, der lockt die an. Und lockt die Leute an, okay. Die Jagd hat begonnen. Hey, lass mich mal fliegen. Schnell! Sie haben uns gleich! Dreh dich nicht um! Lauf! Schneller! Nee, ich mach schon so schnell ich kann. Nicht mehr weit! Wir sind in Sicherheit! Boah, ich dachte, ich komm da gar nicht mehr hoch. Komm schon, komm schon. Kenyan, ich bin's! Keine Freunde hier, was? Killian! Lenk sie ab! Irgendwie? Killian! Mensch, Killian! Mach schon! Killian! Ich hoffe, du stolperst morgen früh bei meiner Leiche und verreckst! Hört sie auf! Mach schon, Killian! Oh. Lass mich rein! Hey! Scheiße, das sind ganz schön viele. Runter mit dir. Ah, wir haben es geschafft. Das glaube ich nicht. Ärger kommt selten allein. Hakon, bring uns da rein! Ich versuch's ja. Killian, ich weiß, dass du da bist!
Waren das alle? Glaub schon. Schauen wir mal. Hilf mir. Wir sind sowas von am Arsch. Okay, da kommen immer mehr. Ja, allzu geht doch. Warum nicht gleich so? Verdammt doch mal, Killian! Hättest ruhig noch warten können! Hätte ich fast. Wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon! Jetzt sei nicht so ein Arsch! Schau mal, hier! Woher hast du... Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Und wer ist das? Wenn du uns reinlässt, findest du es raus. Flache Atmung, geweitete Pupillen, schwitzt wie ein Schwein. Du bist davor, dich zu verwandeln und kommst hierher? Ich brauche nicht mal deinen Biomarker zu sehen. Na, du siehst so viel, warum tust du dann nichts dagegen, ha? Außerdem habe ich keinen Biomarker. Früher haben wir den Leuten geholfen, Killian. Ich bin ein Pilger. Du bist neu hier, stimmt's? Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Ich habe mal auf einen Pilger gewartet. Er sollte... Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Was hast du vor, Harkon, ha? Ich habe ihm Hemmstoff gegeben. Er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn! Wirklich? Mann, du Arsch! Ich bräuchte aber unbedingt einen. Ins Krankenhaus also. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, was hast du? Ich brauche nur eine UV-Lampe. Ich komm zurück. Halt die Stellung. Harkon, warum hilfst du ihm, ha? Wir haben Leuten doch immer geholfen. Ich? Natürlich. Aber du scheinbar nicht. Bleib hier bei der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Jetzt gehst du ganz alleine bei Nacht. Das ist eigentlich keine gute Idee. Ich hoffe, ich finde dich lebendig wieder. An die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot. Ein beschissener Taxifahrer und Mutter Theresa in einem. Aber du konntest kochen. Und alle haben gut, gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.